Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier zurück zu Heaven's Hope. Ja, ich habe nochmal ganz kurz hier an der Mülltonne diese eine Robe mitgenommen. Das hatte ich jetzt gegenüber dem, also unserem Speicherstand noch nicht eingesammelt. Das ist mir letztens aufgefallen. Und wir haben alles zusammen für den Homunculator. Die Friedhofserde inklusive, wir haben den Namen und die Kerzen und der Odem eines Engels natürlich auch. Deswegen machen wir den jetzt mal fertig. Ich denke mal, das passt. Okay, ich weiß nicht, warum ich gerade grinsen musste, aber irgendwie erinnert mich dieser Professor wirklich an so einen verrückten Einstein. Wir brauchen die Friedhofserde. Da. Wieso sollte ich das machen? Okay, was? Wieso ist da Friedhofserde? Achso, muss ich ihm erstmal Bescheid sagen? Hallo, Blumford. Hallo, Taloril. Wie kann ich dir helfen? Naja, zum Thema Homunculus. Wegen des Homunculus. Ja, was gibt es zum Thema Homunculus? Ich hab die Friedhofserde. Ich habe die Friedhofserde. War gar nicht so einfach, da ranzukommen. Oh ja. Ja, Erwin wacht wie ein Irrer über die Toten. Als ob denen noch was passieren könnte. Sehr gut. Großartig. Jetzt hast du tatsächlich alle Zutaten für deinen eigenen Homunculus zusammen. Dann lass uns mal loslegen. So, als nächstes formst du den Homunculus aus einer der beiden geweihten Kerzen und der Friedhofserde. Soll ich die zusammenklatschen? Ah. Oh. Ah. Eine Pyramide? Der sieht knuffig aus. Jetzt setzt du die zweite Kerze auf seinen Kopf. Okay. Der sieht knuffig aus, der Kerl, ne? Der kleine Mann. Sehr gut. Jetzt zündest du die Kerze auf seinem Kopf an. Ja, check. Das können wir machen. Und jetzt kommt der magische Moment. Belebe ihn mit deinem Engelsodem und taufe ihn auf den Namen Anselm. Na, dann wollen wir mal. Hiermit taufe ich dich, kleine Kreatur, feierlich auf den Namen Anselm. Da-da-da! Ich dachte, das ist der Mund. Findest du dich gut so? Ach komm schon. Sag doch was. Achso, er hat ja gar keinen Mund, ne? Ich glaube, ihm gefällt's. Na toll. Und wie steuert man jetzt so einen Homunculus? Anselm. Was? Er heißt Anselm. Ja. Na, setz ihn doch mal auf den Boden und zeig ihm, wo er hinlaufen soll. Er hat ja seinen Namen jetzt nicht ohne Grund. Der wird doch die ganze Zeit jetzt nur an Bären denken. Oder ich muss in den Bären krauchen. In den Bären. Hallo, mein treuer Diener, der bereit ist, mir bis in den Tod und noch weiter zu folgen. Er scheint nicht sprechen zu können, also spar dir dein Gefasel. Da hast du vollkommen recht. Aber Talore, du hättest ihm doch mal im Mund basteln können. Der arme Kerl. Sehr schön. Und jetzt zeig ihm mal, wo er hinlaufen soll. Ich kann ihn steuern. Nein, ehrlich? Jetzt mach schon. Jetzt will ich auch sehen, wie man dieses kleine Wesen steuern kann. Klick mal irgendwo auf den Boden. Ja. Fantastisch. Ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Jetzt schauen wir erstmal, wie wir dieses arme Geschöpf in den Bären hineinbekommen. Oh, ist der süß. Knuffig. Du brauchst auch einen Namen. Guck mal, ihm tropft schon das Wachs so runter. Was ist, wenn die Kerze ausgeht? Taloril, was ist, wenn die Kerze ausgeht? Taloril. Achso, wir bleiben immer zusammen. Natürlich, mein kleiner Freund. Puh, hoffentlich kommen wir jetzt damit an den letzten Schnipsel. Dann ist der Bauplan auch komplett. Ich mach das mal so. Hier, zum Baum. Na, der Herr Bär. Soll ich gleich mal hier
Anselm. Achso, er hat ja da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Ja, was? Hallo, Bär. Hallo, Taloriel. Frisst du bitte diesen Homunculus? Ich habe hier einen Homunculus. Wärst du so lieb, ihn zu fressen? Diesen süßen kleinen Homunculus? Auf gar keinen Fall. Wie könnte ich den denn fressen? Sowas kann man doch nicht machen. Wie heißt er denn überhaupt? Er heißt Anselm. Das ist aber ein schöner Name. Passt zu ihm. Er will ihn nicht fressen, das gibt's doch nicht. Die Ratte wolltest du doch auch, die hast du sofort verschluckt. Also bitte, kannst du deinen Mund mal ganz weit aufmachen? Bist du sicher, dass du Anselm nicht fressen kannst? Ich habe ihn nämlich extra dafür gezüchtet und er spürt auch keinen Schmerz und so und lebt nicht und kann deswegen dadurch auch gar nicht sterben. Auf gar keinen Fall bringe ich den kleinen Kerl runter. Du musst wissen, ich achte auf meine Linie und ich wollte nicht mehr so viele tierische Fette fressen und so. Na toll. Jetzt musst du dir was anderes einfallen lassen, um den kleinen Lehmklumpen in den Bären zu bekommen. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwie rein, wenn er das Maul ganz weit aufmacht. Der gähnt doch, ne? Der gähnt irgendwann. Das hatten wir schon mal. Da habe ich ihn als Thumbnail genommen, wo er so gähnt. Deswegen weiß ich das hundertprozentig. Okay. Vor allem tierische Fette, das ist doch nur Wachs. Kannst du dein Maul ganz weit aufmachen? Du meinst, ich soll gähnen? Das kann ich nicht einfach so auf Befehl. Ich glaube, als ich ihm was vorgelesen habe? Ich habe hier ein interessantes Buch gefunden. Ja. Das lese ich dir mal vor. Da gähnt er doch, oder? Hier steht, nun lässt sich wirklich hoffen, dass wenn wir aus vielen bunten Stoffen durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den kleinen Homunculus komponieren, in einem Glase vertulieren und ihn gehörig korrobieren. So ist das Werk dann gut getan. Das findest du interessant? Oh je, das ist doch unfassbar langweilig. Da, der Bär gähnt. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Schieß wie ich schieß. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Was? Der war doch offen, der Mund. Ach. Und das hätte auch ein bisschen länger, einen kleinen Tick länger hätte das gehen können. Achso, ich muss ihn dann einfach benutzen. Ein Bär. Und was für einer. Sieht ziemlich schlecht gelaunt aus. Okay, Anselm ist ja jetzt hier auf dem Boden. Ich rede jetzt auch mal mit dem und lese ihm das vor. Hallo? Hallo? Das geht gar nicht. Ein Bär. Und was für einer. Sieht ziemlich schlecht gelaunt aus. Ach, ich bin jetzt wieder Anselm. Ach, das ist doch... Nein, ich will Taloriel sein. So. Hallo, Bär. Hallo, Taloriel. Ich überspringe das jetzt nochmal. Ich habe hier ein Buch gefunden. Hier steht, ja. Dass man den kleinen komponieren. So okay. Ist das Werk. Denn jetzt rein mit ihm. Was find? Da, der Bär gähnt. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Taloriel! What the fuck? Nö. Oh Leute, wie soll ich das denn machen? Da passiert irgendwas anderes immer. Hallo, Bär. Ich hab hier ein... So, schnell nochmal vorgelesen. Hier steht, Was findest du interessant? Da, der Bär gähnt. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Benutzen. Keine Ahnung, ihr Lieben, ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Das geht erstens viel zu schnell und zweitens, wenn ich den Homunculus benutze, wird er entweder abgesetzt oder das... Nimm ihn jetzt nochmal mit. Oder muss ich das jetzt im Homunculus tun? Das ist total Hallo, weird gerade. Hallo. Ich hab hier... So, nochmal. Hier steht das an mir. So ist... Was findest du? Kann ich auf den Mund klicken? Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Der Bär, ich muss doch den Homunculus mit da den Bären. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen.
Ich stelle jetzt diesen Amsel nochmal hin. Ups. Hallo? Da kann ich mit... Ist ja nicht viel zu weit weg? Komm mal her. Ja, bleibst du eben so. Mir ist das wurscht. Ein Bär. Sie... Hallo. Ich habe hier einen interessanten... So, ich hoffe, das hier klappt jetzt. Das Animieren, so ist das. Ich glaube, ich muss rüberwechseln. Da, der Bär Gerd. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Das geht viel zu schnell. Oh Mann. Liebes Mask. Mask Studio. Das geht viel zu schnell. Wie soll man denn sofort reagieren? Das klappt nicht. Hallo Bär. Ich hab hier ein... Hier steht, das nie so... So, schnell. Ah! Ein treuer kleiner Homunculus Anselm. Ihr beiden, ihr habt kein super Teamwork, wisst ihr das? Das funktioniert nicht. Kein gutes Teamwork. Ich behalte ihn jetzt. Schieß ihn schnell rein. Was soll das denn heißen? Hallo Bär. Nochmal. Wir müssen ja jetzt. Nun das Animieren, los das. Das finde. Da, jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Würde ich ja gerne Anselm benutzen. Nein! Benutz ihn doch, verfixte Kacke! Ich werd irre. Ehrlich, das ist. Doch, das ist viel zu schnell, erstens. Hallo Bär. Das gleicht schon fast einem Puzzle. Ich hab hier einen interessanten. Hier. Das Animieren. So ist das. Das findest du in. Da, ja. Der Bett. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Jetzt kick ihn doch! Nein, nicht aufnehmen! Talori! Talori, du bist echt so unfähig. Auch freundlich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das scheitert jetzt an so einer kleinen. Hallo Bär! Kann doch nicht wahr sein. Ich hab hier ein. Hier steht. Bär bekloppt. Das Amieren. So ist das. So, jetzt hier das den Bären. Da, der. Hallo Bär! Nicht. Jetzt nicht mit ihm quatschen. Hier steht. Das Animieren, so ist das. So ist das weg. Was findest du in. Da, der Bär Gerd. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Das ist. Leute, ich weiß nicht wie. Ich muss doch. Kann ich ihn jetzt kicken hier oder was? Das funktioniert nicht. Bär! Jetzt noch mal, wenn hier Homunculus draußen Hallo ist. Hallo Bär. Ich hab hier... Oh, jedes Mal dasselbe, ne? Das Mieren, so ist... Da. Kick ihn! Hallo weiter! Bär. Ah! Ich hab hier... Das Mieren, so... Das findet... Da. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Nee, kann ich nicht. Ich kann ihn ja nicht kicken. Und jetzt ist das Mund schon wieder, das Maul schon wieder zu. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Homunculus in den Bären kriege. Ich kick ihn einfach mit dem Bambusrohr. Keine Ahnung, das... Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Auf den ist wenigstens Verlass. Auf Lemmy Wings. Hallo Bär. Jetzt machen wir es nochmal, wenn Ansinn im Inventar ist. Ich habe hier ein interessantes Buch gefunden. Ein interessantes Buch, komm. Hier, das nie so. Was findest du? Da, hier in der Phase der Bär geht Gerd. Das doch nicht. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Feuer. Er stellt ihn halt immer nur ab. Was soll ich denn damit? Und dann bin ich auch der Homunculus.
Kann denn der Homunculus nicht allein reinkrabbeln? Hallo, Bär. Ich hab hier ein... Aha. Das ist so. Ich wechsle jetzt mal auf schnell den Homunculus. Das geht nicht. Das geht nicht. Man kann nichts machen. Ihr Lieben, ich werde das jetzt mal offscreen probieren. Okay, ohne Witz, ich krieg die Stelle nicht. Das. Eigentlich müsste das jetzt alles klappen. Es ist so ein bisschen. Na, schwierig, denn von den. Hier von den Bubbles und alles. Also, das ist einfach von der Handhabung her noch nicht so hundertprozentig perfekt gelöst hier in dem Spiel. Wir sehen uns mal gleich wieder, wenn ich die Stelle hier gelöst habe. Okay, ihr Lieben, es ist einfach eine verdammt verflixt-kacke Stelle. wir brauchen, ich habe es jetzt extra nachgelesen, wird ja auch nicht erwähnt, dass man jetzt nochmal irgendwas braucht oder so. Es klappt halt einfach an der Stelle nicht, egal was ich mache, mit Amseln oder, also mit Amseln im Inventar oder ohne ihn oder wenn ich ihn spiele oder eben... Das da hinten muss diese... Oder eben Talurel, es macht keinen Unterschied. Ich krieg diesen Homunculus einfach nicht rein. Und es wird an keiner Stelle gesagt, dass man mal irgendwas braucht oder so. Also passt auf, wir müssen von Marla die Steinschleuder benutzen. Ich weiß nicht, hätte man vielleicht drauf kommen können, hallo, aber... Hallo Marla. Hallo Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Er kann ihn ja auch einfach reinkicken. Also von daher ist mir das jetzt nicht so offensichtlich. Sag mal Marla, darf ich mir mal deine Steinschleuder ausleihen? Einfach so? Sprich doch. Ich... Hier, Lampe. Ja. Jo. Bär. So. Ach, naja. Schnell zurück. Und dann sollte das jetzt hier klappen. Uiuiui. Zack. Hallo, Bär. Hallo, Bär. Ich hab ja... Hier steht das an mir. So ist... Das. Da. Jetzt schießt... Okay, das hätte ich schon vorher machen sollen anscheinend. Ah! Ich hab ja... Hier steht das an mir. So ja, los, komm. The last one. Da, der Bär Gerd. Jetzt schieß schnell den Homunculus rein. Hör auf zu quatschen, das macht einen ganz irre. Schön weit aufmachen. Ja nee, ist klar, ne? Es ist klar, ne? Oha, das ist aber interessant hier drin. Oh, oh, Mäuschen ist tot. Oh. Wir haben hier... Ja, so sollte es gehen. Jetzt lass ihn mal schieben oder ziehen. Wie schieben oder ziehen? Was? Wohin denn? Ach, das sind hier Felder. Ja, da kann ich ja nichts ausrichten. Da müssen wir... Das ist echt so ein Drehzahl hier, ne? Warte mal. Das Ding. Ach, da. Ja, genau so. Jetzt musst du nur noch diesen ganzen Krempel so aus dem Weg bekommen, dass er da irgendwie zwischendurch zu dem Schnipsel laufen kann. Krempel ist gut. Okay, lass mal los. Jetzt schieben wir das Ding dahin. Ja. Das dahin. Ist das Ifuibar, ne? Achso, warte mal, an das Ding komme ich ja gar nicht hier hinten ran, ne? Dann... Kann ich nicht... Hallo? Kleiner Mann, geh doch mal hier lang. Hallo, du bist ja... Du, hallo? Kannst du hier nicht vorbei, oder was? Okay, verstehe. Dann ist das jetzt schon nicht lösbar, richtig? Ich komme hier nicht hin. Nochmal. Ja, muss ja... Das Ding. Nein, hör mal auf. Wir müssen das hier dann nach ganz hinten schieben. Ja, einmal bis nach ganz hinten. Dann schieben wir das nach, also eins nach oben oder eins nach rechts in dem Fall und dann durch. Aha, lass mal. Halt, 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 halt. Wir können das kleine Ding auch noch nach da schieben. Ist vielleicht sogar noch besser. Huch. So. Du weißt, wir können das Ganze hier auch abkürzen, wenn dir das lieber ist.
Ach so, nee, nee, nee. Hallo, wir verkürzen doch hier keine Rätsel. Was ist das denn? Das wird nicht passieren. Jedenfalls, wenn ich es gelöst bekomme. Das schaffen wir schon. Der Anselm ist nur ein kleines bisschen langsam. Na komm, kleiner Mann, einmal durchschieben. Und jetzt von hier. Nein, du musst... Was machst du denn? Kannst du immer nur von der Seite hier schieben oder was? Ich hätte gern... Nein, halt. Komm doch mal hier hin und schieb jetzt das. Es ist einfach nicht so händisch, ne? Also man muss es echt zugeben. Das Ganze... Nein, ich... Nach da. Aber warum schiebst du es denn nicht von hier? Seht ihr, Leute? Das sind so Sachen, die ich einfach nicht raffe. Warum Anselm mir zum Beispiel nicht hingeht und das Teil nach hinten schiebt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich das denn sonst machen? Ja, toll. Achso, das Ding könnte man nach hinten schieben. Ja, gut. Dann geht das immer nur von einer Seite. Das ist alles sehr, sehr weird. Warte mal. Dann kann ich doch... Das Ding hier, das kann ich dann prinzipiell nur hier anfassen. Also es geht nicht von den Seiten, sondern ich kann es nur hier anfassen. Also an diesem Fleck. Dann kann ich das... Eigentlich kann ich es nur nach hinten ziehen. Mehr ist nicht möglich. Ich kann die großen, länglichen Sachen gar nicht auf die Seite ziehen. Okay, lass mal los. Jetzt ziehen wir das Ding runter. Noch ein... Ach, es geht wieder nicht, natürlich. Obwohl ja hier auch Platz genug ist. Ich sag ja. Gut, lass los. Wir gehen jetzt mal zu diesem kleinen Bobbel hier. Das da. Warte mal, das bringt das überhaupt was? Nimm das mal. Auf die Seite geht's nicht. Geht das jetzt so? Ich würde es gerne hier auf die Felder haben. Anselm! Das macht einen irre. Okay. Wie könnten wir es denn noch schieben? Das geht jetzt so noch nach oben. Das kann ich nicht runterziehen. Krieg's ja gar nicht vorbei. Also dieses Zweierding kriege ich hier nicht auf die Seite. Los, nehmen. Ach doch, das geht. Oh Mann. Okay, dann doch mal durch. Und die hätte ich gerne... Das muss doch gehen, dass das hier oft zur Seite. Das geht Tatsache nicht zur Seite. Kannst du das hier hinten anfassen? Nein. Dann geht doch das sicherlich auch nicht zur Seite, richtig? Ja, es geht nicht zur Seite. Ah, leck mal an der Föß. Okay, dann runter. Noch mehr. Das ist gut. Lass es so. Das Ding schieben wir jetzt einfach durch. Hallo? Ja, den schiebst doch durch. Hier ist doch Platz, oder nicht? Diese Handhabung. Hä, es gibt verschiedene Ecken, wo man anfassen kann. Oh. Ah. Es ist und bleibt merkwürdig. Jetzt das Ding nochmal. Und nach da. Los, kleiner Anselm. Du schaffst das jetzt. Und... Ach, noch einen weiter zurück geht nicht. Den müssen wir hinten durchschieben. Lauf. Talo, ihr hättet ja mal längere Beine machen können. Ja, und durchschieben. Ah, wir haben es geschafft. Ah, großartig. Wir haben den Schnipsel vom Bauplan. Jetzt so schnell wie möglich zu Blumfort damit.
Ein Schieberätsel im Bären. Danke. Jetzt ist das schon viel besser. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Los, jetzt schnell zu Blumford. Bringen wir ihm den Zettel, bevor er wieder abhanden kommt. Gut, auf zum Professor. Ich sag ja, also Heaven's Hope, total charmantes Spielchen. Auch die Charaktere sind allesamt richtig, richtig nice. Aber ab und an hat es noch Nachholbedarf in diesen Dankbarkeiten. Schon wieder diese... Was willst du denn immer von mir? Diese diabolische Ziege. Wo bin ich denn hier gelandet? Auf jeden Fall ziemlich dunkel. Ziemlich dunkel? Hier drin ist es so dunkel wie in Petrus A. Azael! Und ich komme auch gar nicht an meine Sachen ran. Deine Lampe hat ja ohnehin diese Rotzgöre, du Spezialist. Ja, das stimmt, aber wir haben doch noch... Wir haben doch noch Streichhölzer. Warte mal, wir müssen, glaube ich, die Leertaste in diesem Fall benutzen. Aha. Irgendwas habe ich aufgesammelt. Da ist so ein komisches Ding. Fühlt sich an wie... irgendwie länglich. Wie eine knorrige Astgabel. Eine Hand? Vielleicht kann ich damit ja was anstellen. Hier ist eine Vertiefung. Eine Spalte oder so. Naja, dann... Mit dieser Astgabel oder was auch immer das ist, komme ich ganz gut in den Spalt. Da hast du das jetzt schon getan? Ich hebel mal darin rum. Hebel mal drin rum. Irgendwas bewegt sich da. Ich versuch's nochmal. So, jetzt aber. Oh je, schon wieder dunkel. Und schon wieder keine Lampe. Bevor ich hier irgendwas mache, brauche ich erstmal Licht. Und wir haben das Licht die ganze Zeit. Na, Mala. Hey, Anselm leuchtet doch. Warte mal. Ich glaube, wir müssen jetzt aber auch langsam wieder Schluss machen, ne, ihr Lieben? Anselm hat doch Licht. Ne? Anselm, du läufst mit Licht. Immerhin so ein bisschen, ne? Ihr Lieben, wir gucken dann später, was hier auf uns wartet. Also morgen, sprich morgen. Es kann jetzt übrigens mal sein, dass mal wieder was ausfällt. Ich hinke total hinterher und bin schon bis oben steht's. Und ich habe relativ viel zu tun gerade. Ja, aber ansonsten sehen wir uns prinzipiell natürlich morgen wieder. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann und tschüss.